Ha! Folgt mein Stück. Aha! Ich wollte sagen, bevor ich hier meine Teller umgeworfen habe, Kuchenteller von Kuchen. Platzsparend gestapelt auf einem Glas. So, Mikrofon. Ihr habt ja da dieses wunderschöne Mikrofon, ne? Irgendwie registriert mein Computer zurzeit mein Mikrofon nicht. Also muss ich diese Folge leider Gottes auf die Cam-Mikrofon zurückgreifen. Also wundert euch nicht, warum der Sound so anders klingt. Allerdings, ja. Ich bin mir sicher, dass es ist sonst immer gegangen und wird auch in Zukunft funktionieren, also das Mikrofon geht. Mein Computer registriert den Schmarren nicht. Mal sehen. Wird jetzt die Winterpause. Weil das Schicksal es so wollte, dass der Donnerstag der 24. Dezember ist. Und logischerweise der 31. Dezember ist. Deshalb ist ein bisschen schwer an solchen Tagen die Zeit zu finden zum Streamen. Deswegen war jetzt 2 Wochen lang Pause. War ja irgendwie nachvollziehbar. Und jetzt starten wir wieder durch. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich habe so ziemlich alles vergessen, was ich das letzte Mal getan habe. Ich erinnere mich noch, dass diese Mission zu brechen war. Und ich mich Vollgas aufgeregt habe. Ich sehe, dass ich keine Armee habe. Ich sehe, dass ich keine Goldmine habe. Ich erinnere mich, ich wollte unbedingt diese Goldmine hier erobern. Toll, vielleicht eins. Das Vernünftigere wäre natürlich hier den Schmarren zu erobern. Weil hier haben wir halt actually eine Position, die man verteidigen kann. Oder? Und. Ja. Ich muss hier die Maussensibilität runterdrehen. Die Situation ist grimm. Ich habe nicht mehr viel Gold. Das heißt, ich werde gezwungenermaßen auch nicht mehr viel Leute bauen können. Wenn ich mich mit stationärer Verteidigung jetzt hier irgendwie über die Runden biegen kann. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Sinn macht, diese Mission irgendwie retten zu wollen, oder? Das Problem ist, ich brauche halt Streitkräfte. Und ich meine, ich habe Max Forschung. Das einzige große Problem, das ich habe, ist halt actually die gegnerischen Greifer. Es gibt keine vernünftige Flugabwehr in diesem vermaledeiten Spiel. Ne? Ich kann mir zwar theoretisch ein paar Trolle bauen, aber ja. Jetzt brauche ich mir hier ein paar Öger. Der jetzt schön aus dem Maul bekommt. Okay. Ich glaube, es wäre wirklich vernünftiger, ein bisschen einfach neu zu starten. Das, was ich machen muss. So schnell wie möglich hier drüben erobern. Ich weiß, ich wollte das letzte Mal. Ich wollte das letzte Mal die Mission neu starten, ich erinnere mich. Das liegt daran, dass halt alles schon ganz schlimm furchtbar war. Das bedeutet, wir gehen jetzt frisch her und vernichten gleich jetzt schon blau. Als erstes am Tag. Machen wir einfach einen Angriffsplan gegen Blau. Weil dann haben wir einen von 2 Gegnern von Anfang an schon ausradiert.
Ich habe leider Gottes nur einen schwach ausgerüsteten bösen Todesritter, ja. Bösen Darth Vader. Aber ich werde natürlich so gut es geht einsetzen. Und böser Darth Vader, Todesritter ist da. Nice. Hey! Ich bin zumindest mal so weit gekommen. So, damit hätten wir es schon. Pff. Wo ist der Elf jetzt hingerannt? Soll für niemand seinen Elfen an? Boah, damit haben wir automatisch eine signifikant bessere Position. Erstens, von der dämlichen Seite her kommen jetzt keine Gegner mehr. Ich habe jetzt als mein Ogre verloren, aber das wird mir jetzt auch noch egal sein. Er hat noch viel mehr verloren. Und natürlich, das war alles geplant, oder? Ich wollte nicht diese Mission starten und diesen gewagten und raffinierten Auswahlschritt machen, ohne dass ihr das seht. Und deswegen habe ich die Mission nicht von Anfang an neu gestartet. Ja, ja, ja. So weise bin ich in meiner Voraussicht, wisst ihr? Achso, das ist mein Gebäude. Da haben wir eine fleischige Goldmine. Haben theoretisch sogar wirklich eine sexy Auswahlmöglichkeit aus der anderen Goldmine. Ha? Wir können hier ganz, ganz sexy anfangen arbeiten. Und ja. Damit haben wir schon ein riesiges Problem weniger. Theoretisch kann ich mich hier durch diese Gebirge dann hochwursteln, was mir relativ früh erlaubt, die Drachen zu haben. Weil ich das unbedingt will, Drachen. Ja. So. Und wir haben ja auch mehr Holz. Also einfach ein bisschen aggressiv vorgehen als Ork, dann sollte man eigentlich schon positive Resultate erzielen. Ja. Ich habe mir viele Dinge überlegt. Und was kann ich erzählen? Ja, es ist viel Zeit vergangen. Neue Zeiten sind angebrochen. Und ich wollte ja unbedingt mehr streamen anfangen, oder? Bis ich jetzt da ich zum ersten Mal eine kleine Revenue bekommen habe, habe ich mir gedacht, ja, weißt du was? Das ist eigentlich richtig geil. überleg dir etwas, was du mehr streamen kannst. Wirklich mehr Webpräsenz zeigen. Weil Präsenz ist quasi alles. Ja, natürlich ein Content liefern, den die Leute schauen wollen. Ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht spielst du mal einfach etwas mehr und machst halt diese coolen kleinen Streams nebenbei noch. Problem ist halt, ich muss halt studieren auch noch. Was furchtbar ist. Ach, studieren. Ich kann theoretisch die Speed, den Speed etwas aufdrehen. Einfach, dass wir, ihr wisst schon, mehr Speed haben. Ich speichere jetzt einfach mal als Swishen. Speichern. Oh, das läuft, ne? Speichern. Frische Speichern. Adembo, drehen wir es mal hoch. Dann schauen wir mal, dass wir hier mal etwas schneller sind.
Technisch gesehen ist es kritisch wichtig. An mehr Holz zu bekommen. Das liegt daran, wir brauchen einfach Bauernhöfe. Wir benötigen Bauernhöfe. Wir kommen hier zwei. Allerdings werden die nicht ewig dort bleiben. Gut, dass es keine Ingenieure gibt, damit wir die gegnerischen Bauernhöfe einnehmen können. Das wäre nice. Ich hoffe halt, dass er nicht auf die Idee kommt, da drüben meine Bauernhöfe zu zerstören. Einfach nur, weil sie da sind. Ich weiß überhaupt nicht, wie der Gegner darauf reagiert, dass ich jetzt hier bin. Ich meine, wir wissen, der Gegner weiß, wo ich bin. Das ist ein well-known fact. Ja, da kommen wir leider nicht aus. Das ist absolut hässlich gebaut. Allerdings können wir halt diese Position hier halt wirklich viel besser verteidigen. Und zusätzlich haben wir halt einen Gegner weniger. Das ist halt einer der größten Vorteile. Weil Blau hat keine Produktionsstätten mehr. Ich brauche mehr Yield. Mehr Economy. Ach, dieses Geräusch. Es ist Musik in meinen Ohren. Kurbeln wir mal unsere Economy an. So. Forschen wir gleich einmal und dann haben wir noch mehr. Tatsache, dass der Arsch natürlich auf die geile Idee kommt, gleich mit zwei Gebäuden anzugreifen und ich hier leider gerade eine Schmiede gebaut habe. So. Tötet den Greif. Die greifen hier meine Bauernhöfe an, wie befürchtet. Deswegen forsche ich Damage. Deswegen baue ich Trolle. So. Okay. Mehr Holz. Ach, zwingend mehr Holz. So. Ach, wirklich zwingend mehr Holz. Es ist halt das Ding, dass Türme auf alle Fälle besser sind in der Verteidigung als Trolle. Liegt nämlich daran, dass ich Türme besser reparieren kann. Ja. Ich kann zwar Trolle reparieren mit der Trollregeneration, hooray, aber Trollregeneration kostet einiges an Money, bis es geforscht ist. Ich hätte etwas früher vielleicht auf die Dings gehen sollen. Etwas früher auf die Turmproduktion gehen sollen. Ist der bitte fertig? Ich kann es nicht ertragen, dass meine Leute sterben. Ich halte dieses Schmerz nicht mehr aus. Rette sie doch! Ah,
Aber wie gesagt, die KI ein paar Probleme zu erkennen, was wirklich ein Problem ist. Oder was wirklich eine Gefahr ist. So. Sollte vielleicht hier eher die Leute abziehen. Hier noch bauen. Bauen wir Holz, ne? Das weiß ich, für jetzt Leute. Und zwar verliere ich jetzt einiges an Nahrung. Das heißt, ich muss hier jetzt einen weiteren Bauernhof bauen. Ja, und ich dann mein nächstes Money verwenden darf, um. Ich find's so geil, dass der halt immer mit dummen, dämlichen Greifen daherkommt. Klasse. I hate you. Wow. Ich hasse Greifen. Ich hasse Greifen so hart. Und meine Türme haben viel schlechtere Reichweite wie die gegnerischen. Immer gewesen. Scheiß macht Schaden, Mann. Ach Gott. Könnt ihr nicht schneller hacken? Ich lasse Tempo übrigens um eine Stufe zu nieder. Ich brauche mehr Türme. Definitiv mehr Türme. Türme kann ich reparieren. Haha, Big Brain. Ich hätte halt auch gerne etwas Forschung. Aber dafür fehlt mir das Holz. Ich brauche mehr Holz. Geht hier schlagen. Dann habt ihr nicht so viel Weg zum Rennen. Dann sollten wir das etwas beschleunigen können. Der hat halt echt dämliche Intervalle, in denen er angreift. Und wie Damage gewertet wird in dem Spiel, verstehe ich halt auch nicht. So. Toll, ich habe noch einen Grund zu deinem Glücksbruder. Ich hasse diese Mission. Ich hasse diese Mission hart. Mehr Türme, heißt das. Türme sind meine Freunde. Ich sollte zwar eigentlich hier Türme bauen, ich werde auch hier weitere Türme bauen. Einfach ein Band aus Verteidigung. Brauche ich aber Holz dazu. Forschung wäre auch geil. Eine Schmiede wäre geil, dass ich Defense erforschen kann. Ist Holz von, weil ich Gold etwas genug habe. So. Ich bin super happy, dass der seinen eigenen Typen umgebracht hat. Mehr Türme! Mehr Türme! Zumindest ich muss mich halt gegen normale Streitkräfte verteidigen und gegen Fliegende. Aber das sollte mal gut funktionieren. Er kann mich jetzt nicht gut von oben überraschen. Ich werde hier noch einen Turm hinbauen. Und von unten auch. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass er jetzt so denkt so, ha, ich werde hier gebaut. Ich schicke meine Greifen ganz hier runter. Und dann schicke ich sie ganz hierher, damit die von unten angreifen. Ich bin fast schon sicher, dass die dämliche Kay das macht. Aus dem Grund baue ich hier einen Turm. Einfach nur aus Paranoia.
hier baue ich auch noch einen Turm. Wie schon gesagt, ein Turm kann einen Greifen aufhalten. Easy. Dann muss ich nur noch den Schmarren reparieren. Weil Leute. So. Und jetzt, da ich halbwegs hier ein Netz aus Verteidigung gebaut habe. Halbwegs. Ja, nicht genügend. Halbwegs ein Netz aus Verteidigung. Muss ich etwas an meiner Armee feiern? Ich brauche unbedingt eine Schmiede. Türme. Schützt mich. Behütet mich. Ich bin einsam und mir ist kalt. Gebt mir Wärme und Geborgenheit. Alter. Ein Turm kann einen Greifen besiegen. Gott sei Dank habe ich hier drei Türme. Es funktioniert. Irgendwie. Frag nicht wie. Frag nicht warum. Es funktioniert. Irgendwie. Irgendwo. Bau eine Schmiede. Tu mir den Gefallen. Bitte. Mehr Türme. We need more towers. Das Problem ist, ich muss halt irgendwie halbwegs meine Ressourcen zusammenhalten. Und ja, er ist der Meinung, er wird so viele Greifen bauen, dass der Himmel sich verdunkelt und die Vögel zu Fuß gehen müssen. Ja, das ist seine brillante Strategie. Ich hasse ihn dafür. Ein neuer Troll, jawohl. Ich kann jetzt die Äxte erforschen. Ich kann dann sehr bald hier die Defense erforschen. Elementar wichtig. Ein max geforschter Troll kann eigentlich einen Greifen im 101 besiegen. Technisch. Glaube ich. Ich meine, wenn sie von dem Winkel her kommen, oder? Dann sind sie eigentlich relativ dumm. Es wird sich hier vielleicht wirklich noch ein Turm lohnen. Ja. Weil er greift meistens von dem Winkel her an. Von so. Greift an. Und das erlaubt mir, den Gegner auszuspielen mit taktischer Finesse. Fast. Alle dead. Kanonentürme bringen nichts. Was ich brauche, sind Pfeile, die den Himmel verdunkeln. Was ich benötige, ist Holz. Damit ich endlich mein Gebäude ausbauen kann. Dass ich Oger bauen kann. Ich brauche Oger. Ich brauche auch einen Zeppelin. Technisch gesehen baut das Spiel halt hart auf Speed auf. Das heißt, du solltest relativ schnell. Siehst du, hatte ich jetzt den Turm, dann hätte ich. Tapferer Peon! Oh! Der wird nicht mehr lang leben. Er hat noch lang genug gelebt. Alter. Kann ich ein paar meiner Peons abziehen? Für sexy Reparaturarbeiten. Mehr Trolle bauen, die mir dann hier helfen werden. Es ist eh relativ schnell gegangen, das Forschen. Ah, die bekommen kein Upgrade, deswegen. Ah, deswegen. Das ist. Ist das Nahkampf-Defense? Schildstärke. Das trifft aber dann trotzdem nur Nahkämpfer. Oh, man lernt nie aus in diesem Spiel, ne?
Das ist nur für Nahkämpfer. Trolle fallen da nicht runter. Weil Trolle ihre eigene Spielzeuge haben. Chirbin. Tapferer Turm. Ich sollte hier noch einen hinbauen. Renn, renn, renn. Oh. Gut. Renn. Nice. Du bist fertig. Das freut mich. Ich werde hier einen Peon nutzen, um anzufangen, eine Goblin-Werkstatt zu bauen. Mittlerweile haben wir hier unten etwas Baufläche gewonnen. Das freut mich. Ich werde hier noch einen Turm bauen. Dann sollte ich eigentlich in zwei Reihen safe sein gegen die dummen Greifer. Egal was passiert. Das heißt, wenn die da vorne drauf gehen, habe ich immer noch eine zweite Verteidigungsreihe. Boah, Big Brain. Das ist die größte Big Brain-Strategie. Ja. Ich bin nicht der Beste in diesem Spiel. Also da gibt es Leute, die sind so viel besser wie ich. Es gibt Speedruns von dem Spiel, da kannst du mir gar nicht vorstellen, wie gut die sind, ne? Aber ich muss sagen, ich mausere mich langsam durch diese Missionen durch. Technisch gesehen brauche ich das. Technisch gesehen. Technisch gesehen brauche ich aber zunächst mal einen Le Zeppelin. Vielleicht noch einen weiteren Bauernhof. Helft mit. Oder geht vor zum Sterben, das geht auch. Hier bin ich. Wir werden die Grafik greifen. Wir werden uns die Drachen holen. Ich kann theoretisch hier einfach mit Goblins mich durchsprengen. Erinnert mich. Dann kann ich hier ganz elegant hoch und mir die zweite Mine holen. Sollte ich sie brauchen. Dann arbeite ich mich hier quasi geradeaus hoch. Eigentlich eh nicht wirklich ein großes Problem. Ich werde mich hier wirklich Ich werde mich nicht durch die Wand durchsprengen, die hier genau so gebaut wird, dass ich mich fein durchsprengen könnte. Ich hasse euch, Blizzard. Ich hasse euch. Kurz die Seite neu laden, weil sonst kann ich nicht verfolgen, ob mein Stream noch läuft. Hm? Besser. Besser. Hier baue ich langsam ein Katapult. Hier kann ich nur die Festung erforschen und die Trollberserker ausrüsten. Das wird mir Zugriff auf die Trollberserker Regeneration geben, was richtig nice ist. Andere Forschung brauche ich technisch gesehen nicht wirklich. Ich meine, wenigstens ist der Stretch hier nicht weit, oder? Ich meine, technisch muss ich hier noch ein Hauptquartier hinbauen. Was nicht angenehm ist. Es belastet mich, dass ich hier theoretisch gesehen noch einen Teil bauen muss. Aber da kann man sich's oft nicht aussuchen. Ich hasse die Greifen! Ich hasse sie! Bereit, Meister, aber ich nicht. Jetzt hat 2, du bist 1. Und du bist 3. Ah, sieh. Ein Greif. Nähert sich. Und er stirbt. Sehr schnell. Ich sollte hier noch einen Turm hinbauen. Einfach weil. Sein Knotenpunkt ist.
Weiters brauche ich einen Peon, bitte. Keinen Holzfäller-Peon, bitte. Danke. Führe in den Altar der Stürme. Habe ich hier noch einen Turm? Ich werde noch einen Oger bauen. Wie schön es ist, wenn man nicht permanent Truppen bauen muss. Wenn man einfach Millionen Türme baut und einfach von Anfang an einen der Gegner vernichtet hat. Ich weiß gar nicht, ob es sich ausgegangen wäre, den oberen Gegner zu zerlegen. Ich weiß auch nicht, wie es eigentlich geplant ist, dass diese Mission blind zu spielen, oder? Weil ich konnte das jetzt nur machen, weil ich genau gewusst habe, dass hier eine Basis ist. Ich meine, ich gehe nicht einfach random durch die Karte mit meiner Starterarmee und radiere einen Feind aus. Also, wie das gedacht ist, weiß ich nicht. Trollregeneration, die teuerste Forschung, aber sicher die wertvollste. Defense über Offense. Dann hoffen wir. Dann hoffen wir, dass alles gut gehen wird. Und ich hier drüben zumindest einmal ganz schnell die ersten Türme zerreißen kann. Ich meine, allzu weit vordringen werde ich jetzt nicht ins Gegnerterritorium. Halt die Türmchen hier zerstören. Es ist hier eh keine Basis mehr bis ganz oben. Nur Türme und Verteidigung, ich weiß nicht. Ich glaube, Einheiten sind auch noch einige. Wow. Brennt. Wisst ihr was? Ich renne einfach weg. Easy. Da wagt man sich einmal aus die Basis raus und verliert alles. Alles verliert man. Das kann helfen. Das kann helfen gegen die dämlichen Greifen. Sollte vielleicht ein paar Trolle mehr bauen. Das Problem ist halt, ich konnte mich hier jetzt nicht wirklich gut bewegen. Was ein kritisches Problem ist. Wenn ich jetzt ein offenes Feld habe und aufpasse, sollte eigentlich alles funktionieren. Ja, mein Holz geht langsam zur Neige. Ich meine, ich habe hier noch etwas, aber brauche jetzt nicht wirklich viel Holz mehr. Was ich zwingend benötige, wäre ein Galabult. Ein Galabult. Irgendwie eine Möglichkeit, Oger zu heilen. Das wäre auch geil. Renne! Theoretisch brauche ich mehr Troller. Besonders wenn ich hier noch die Reichweite und die Sicht erhöhe, dann sollte das alles ganz gut gehen. Aber besonders die Reichweite ist wichtig. So, und jetzt ganz elegant. Ich glaube eigentlich, das Problem ist, ich persönlich, oder? Finde, dass Trolle viel zu wenig aushalten. Die halten einfach viel zu wenig aus, Trolle. Was darin resultiert, dass sie halt immer sterben. Das heißt, wenn ich jetzt einfach nur 9 Trolle mitschicke, dann werden die nicht gegen Ritter gut bestehen können. Ich meine, wenn ich das hier so sehe, kann ich vielleicht mit meinem Katapult ein paar Shenanigans machen. Ich brauche allerdings noch ein paar Leute. So, ein Katapult hier reinbrennen ist sicher böse. Ich meine, ich habe hier ausreichend Gold. Oder? Wirklich ausreichend Gold. So. Das Problem ist, ich denke und ich spüre, dass hier bald Greifen wieder daherkommen werden, oder? Das spüre ich einfach. Weil er relativ ein festes Intervall eigentlich hat.
Außer er ist wirklich irgendwie an Ressourcen limitiert. Und muss jetzt erst Ressourcen abbauen. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist. Persönlich würde es mir wünschen. Was ist jetzt unangenehm still? Es ist zu still. Ja, Meister. Ich meine, wenn ich hier einfach auf den Ritter jete. Okay, das war sehr dumm. Katapult, du wirst das nie überleben. Aha. Rennt, baitet sie, baitet sie. Und was ist gerade eingestürzt? Was ist gerade eingestürzt? Ah. Okay, ich weiß, er hat hier ein Katapult. Eine Ballista. Oh! Jetzt trennt ihr. Oder ihr sterbt einfach alle. Zumindest, dass die Ballista hat unbedingt draufgehen müssen. Die war kritisch. Ja. Gut. Easy. Die nächste Gegnerpartie vernichtet er. Schön. Da ist noch ein Turm. Braucht noch ein Katapult. Ja! Jetzt mal ein Türmchen. Ja, ja, geht schon. Ein Hoch auf stationärer Verteidigung. Aber ja, der eine Angriff mit den zwei Greifen hat irgendwie lange auf sich warten lassen. Das ist erstaunlich. Fast schon sonderbar. Da ist noch ein Elf. Ein Elf. Und Türme. Viele Türme. Ich werde die Türme vernichten. Ich werde es als meine heilige Aufgabe ansehen, die Türme zu vernichten. Sie werden keine Chance haben. Ich finde es wundervoll, dass das Bild hier Lava hat und hier nicht. Das belastet mich. Was ficht euch an? Die mangelnde Motivation in dieser dämlichen Mission. Dämliche Mission. Ja, das Problem ist halt, ich möchte jetzt nicht meinen Zeppelin darauf werfen, weil auch der kostet Geld. Das heißt, ich werde mich hier langsam vorarbeiten. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt irgendwo hier bin und da kommen halt zwei Greifen daher, dann... Die haben dieses Forschungssymbol, aber keinen Buff in der Rüstung, was mich echt hart bestört. Ich meine, er hat das auch und hat auch keinen Buff in der Rüstung, also... Ich meine, die Trolle sind relativ schnell draußen, was ganz nice ist. Die sollen halt eigentlich drauf aufpassen, dass mein Katapult nicht down geht. Was sie bis jetzt nie geschafft haben. Und jetzt immer noch nicht schaffen werden. Weil jetzt blockieren sie den Weg. Oh mein Gott, sie haben es geschafft. Das Katapult ist nicht kaputt gegangen. Du bleibst hier. Ich brauche noch einen Troll. Und ich brauche sehr bald ein neues Katapult. Jetzt bewege ich dich hierher. Und euch bewege ich mit. Ich kuschle mich hier quasi hart an die Wand. Okay.
Pixel für Pixel vorbei. Jetzt baue ich ein paar Oger. Weil genau das möchte ich eigentlich verhindern. Ah, renn. Oh ja. Alles genau nach Plan. Das Katapult ist down. Jetzt kann ich zumindest hier hochschauen. Hier haben wir Elfen. Hier haben wir ein Türmchen. Hier haben wir Ritter. Ich bin enttäuscht. Ich möchte auf jeden Fall noch zwei Öger haben. Die ich halbwegs eine Streitmacht habe. Gut. Ich denke, ich verliere meine Leute jetzt. Allerdings, wenn ich sie reinbaiten kann. Zwei Ritter sind auf jeden Fall nicht wirklich viel mehr wert für den Computer als zwei Trolle, aber die Rechnung stimmt technisch gesehen. Technisch gesehen sind zwei Ritter mehr wert als drei Trolle. Ja. Gold habe ich noch. Etwas. Holz habe ich auch noch. Etwas. Ja. Auf jeden Fall leichter zu verteidigen ist die Position hier. Ich muss mich halt hier weiter hocharbeiten. Ich brauche Leute für das. Mal 5 Oger und 4 Trolle sollten eigentlich ausreichen. Außer es kommt ein dämlicher Greif daher. Also vielleicht werde ich doch hier 5 Trolle mitnehmen. Das ist halt das Ding. Ja, die Leute sterben halt einfach viel zu schnell. Ich weiß gar nicht, hat der Gegner Forschung? Ich spicke mal. Nee, das. Ja, okay, Blau kann nicht forschen. Blau hat nichts mehr zum Forschen. Ich meine, die Tatsache, dass ich hier die zwei Ritter wieder weggenommen habe, ist ganz nice. Ich kann theoretisch eine zweite Kaserne bauen. Ich kann theoretisch hier oben eine Kaserne bauen. Jetzt warten wir mal auf den nächsten Angriff. Der Oge ist halt fast tot. Den kann ich halt nicht heilen. Dämliche Horde hat keine Heilung. Dann brauche ich wieder ein Katapult. Idealerweise waren zwei Katapulte besser, aber. Wie bitte? Ach, so höflich, die Oger. So höflich. Krieg's, hallo. So ein höflicher, großer, nackter Mann mit zwei Köpfen. Ja, Meister. Ja, Meister. Ja. Okay. Jetzt warten wir noch 6 auf unser Katapult. In Hoffnung, dass der dann bald mal seinen nächsten Angriff schickt mit zwei Greifen. Dann haben wir möglichst lange Ruhe, oder? Und da oben ist unser Greifenhorst. Drachenhorst. Mit den Drachen, die ich nie einsetzen würde. Ist das überhaupt ein Missionsziel, die Drachen holen? Viele Drachen wir fangen. Der Drachen hast oben im Bereich. Ich muss den gar nicht besiegen. Ich muss nur die Drachen retten. Haha. Sind wir eh schon auf recht einen guten Weg. Ich hier wieder rum. Hier hoch. Und dann hier rein. Und hier ist der Drachenhaus. Und hier ist die ganze pinke Basis, die ich einfach eiskalt ignorieren würde. Weil sie haben es nicht verdient, dass ich sie vernichte. Sie haben die Aufmerksamkeit nicht verdient. So. Die immanente Angst eines Angriffs der Greifen ist dann immer noch da. Das heißt, ich nehme jetzt einfach das Spieltempo, drehe es hoch. Speichere davor etwas. Speichern. Und warte einfach mal eine Sekunde oder zwei oder zehn, bis. Grundsätzlich einfach
Einfach so. Die Death Knights sind in meinen Augen viel zu teuer, als dass es sich lohne. Man kann sie defensiv gut spielen. Aber ich persönlich finde sie halt nicht so geil, gleich wie die Drachen, oder? Die sind unnormal teuer. Und sterben super schnell, besonders wenn der Gegner Paladine hat. Also wenn der Paladine hat, dann schaut er meinen Death Knight nur an und fällt rum. Das ist die stärkste Seite in dem Game, ja. So stark, dass die gegnerischen Paladine sie anschauen und sie sterben. Und die KI ist halt leider sehr schnell mit dem Exorzismus drauf. Da sind die Greifen, die ich... Wow. So. Ja eben, Death Knights sind die stärksten im Spiel mit einem harten Damage-Output des Jahrtausends. Das stimmt. Aber für mich, die sterben halt einfach bei mir immer so brutal schnell. Ich habe einfach nicht das Micro drauf, dass ich die Death Knights am Leben halten kann. Und dann schickt Pink Paladine. Ich meine, Pink hat bis jetzt eh noch keine Paladine geschickt, also vielleicht wäre es eine gute Idee. Aber, ja. Und dann sind meine Leute tot. Und ich habe 1000, keine Ahnung was, Gold verloren. Baue ich lieber zwei Oger, die halten mehr. Sind zwar nicht die stärksten. Aber es sind Oger und sie haben zwei Köpfe. Es sind vier Gehirne. Wenn ich zwei Oger habe, wie brillant. Und das funktioniert so auch. Zwar nicht ideal. Und ich bin nicht der Schnellste. Aber hey. Oger mit Lust. Ja, es ist so hart Leidenschaft, einfach nackt am Feld zu stehen. Das ist so halb schottisch einfach, Braveheart-mäßig. Diese riesigen nackten Männer mit zwei Köpfen. Mm. Also, ich weiß nicht, wer schreckenerregender ist. Death Knights oder nackte Männer. Und jetzt sollte ich... Problem ist halt, ich bin halt, wie schon gesagt, viel zu langsam mit dem, oder? Also... Ja? Jetzt, so, Kampfrausch. Ja, ich kann spielen. Ich kenne mich aus, ich bin gut. Ich kann Game. Hab nicht den Shortcut verschissen, nein, überhaupt nicht. Alle meine nackten Männer sind tot. Super. Gut, dann geht ihr mal Urlaub machen. Ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Ich bin nicht der Beste im Spiel. Mindestens ein Katapult brauche ich. Zumindest halt, der hat halt die harte Aggro auf Katapulte. Verständlicherweise. Wenn man auf die Aktionen kränzelt, das stimmt, ja. Es ist halt irgendwie interessant, ich kann definitiv eine zweite Kasarne bauen. Ich sollte aber auch definitiv expandieren anfangen. Der Gegner ist halt, die Krieger ist halt einfach viel besser mit Micro-Ring. Was auch Sinn macht, dass die Krieger besser im Micro-Ring ist. Was ich auf jeden Fall davor bauen werde, sind ein paar Türme. Turm. Was ist das für eine? Hier. Türme. Was hat hier das Katapult fertig ist? Ich kann theoretisch ja auch noch Holz fallen. So wäre es jetzt nicht. So.
Alles gut. Das ist absolut hart übertrieben halt. Einfach viel Overload. Wird mein Katapult. Geil. Wegfindung ist sowieso immer geil in dem Spiel. Immer gewesen. Selbst in Warcraft 3 noch. Die geilste Wegfindung im Spiel. Brauche ich hier noch ein paar Tunkern, nur dass, falls ein Greif daherkommt, ein Böser. Dass ich hier arbeiten kann. Die Bösen greifen. Ich finde es halt wundervoll, wie Blizzard darauf besteht, dass man die Mission ordentlich spielt und man keine Goblins hat. Ein paar Goblins wären halt wirklich nice in der Mission. Das Problem ist halt, der wird sicher mit. Sehr bald mit bösen Leuten daherkommen. Also ich brauche ein paar Ogre. Und wie sie auch daran gedacht haben, dass Zeppeline keine Drachen erobern können. Weil du aus irgendeinem Grund Bodeneinheiten brauchst für den Schmarrn. Theoretisch sollten zwei Ogermage ausreichen, wenn ich die Shortcuts nicht verscheiß. Sollte das alles ganz gut funktionieren eigentlich, technisch gesehen. Zumindest ich möchte halt sicher nicht mehr Leute verlieren. Die Mission ist gewonnen. Man muss jetzt nur noch schauen, wie elegant man gewinnt. Wenn ich wirklich Pink nicht besiegen muss, dann ist das halt wirklich relativ easy. Wir verbrauchen die 55. Gib mir die Drache! Und jetzt weg mit dem Drachen! Bevor ich meine eigenen Leute umbringe! Toll. Kanonenturm, ich liebe sie. So. Ja. Ah, schön. Irgendwie mausere ich mich doch durch. Ich bin nicht der Beste in dem Spiel, aber ich gewinne zumindest die Missionen. Du hast nun die Überlebenden des Bleeding Hollow Clans aufgefunden und den Drachen Deathwing zu unserem Verbündeten gemacht. Erzul hat deine Erfolge nicht übersehen und überträgt dir nun eine besonders ehrenvolle, aber auch gefährliche Aufgabe. Alles zu zerstören. Super. Gorfried hat gespürt, dass sich etwas von großer magischer Energie in einem Schloss befindet, das auf den Grundmauern der Festung Stormwind erbaut worden ist. Erzul ist sich sicher, dass dies nur das lang gesuchte Buch des Medivh sein kann. Ein solch mächtiger Schatz ist niemals unbewacht. Also stelle dich schon einmal darauf ein, dass du in eine blutige Schlacht ziehst. Schauen wir uns mal die Mission an. Okay. Taran Gorfried, dich packe ich mal so schön hier in die Ecke, dass du ja nicht aus Versehen sterben kannst. Tempo wieder auf Standard. So. Schauen wir uns mal um. Ich habe mal die Goldmine. Ich finde es immer geil, wenn die Goldmine am Anfang der Karte nicht einmal, also am Anfang der Mission, nicht einmal aufgedeckt ist. Da hat man schon einiges an Verbesserungen durchgeführt dann.
Das ist recht eine decent starke Armee für den Anfang. Eine decent starke Armee, mit der man sicher am Anfang schon irgendwelche Basen vernichten kann. Economy. Naja, Mission ist alles zerstören. Und der eine Todesritter da hinten muss überleben. Nett. Hm? Nett. Das ist den am besten einmauern. Nicht, dass er irgendwie aus Versehen von irgendwelchen Greifen zerstört wird. Greifen. Also wenn der hier wieder auf die geilste Idee des Jahrtausends kommt und sagt, hey, ich schicke dir jede Minute zwei Greifen, dann hasse ich die Mission. Forschung. Forschung gibt einen netten Buff. Ich kann auch ziemlich direkt gleich hier. Grain. Kann ich nicht. Kann ich jetzt. Ja. Ich habe Angst vor Greifen. Ich mag keine Greifen. Ich mag auch keine Drachen. Drachen sind in meiner Meinung sogar noch schlimmer wie Todesritter. Weil immer wenn ich Drachen eingesetzt habe, dann sind die halt so schnell gestorben. Und die kosten halt wirklich brutal viel Gold. Und Ressourcen. Resources. Supply. Ich werde noch ein paar Bauernhöfe bauen und Gorefield hier einbauen. Ich meine, normalerweise sollte dem nichts passieren hinten und ich sollte ihn einsetzen, weil er der absolute most broken einer dem ganzen Spiel ist, vermutlich. Bin ich mir ziemlich sicher. Das Problem ist, wenn der stirbt, ist meine Mission verloren. Ich kann die Typen nicht am Leben halten. Ich kann's einfach nicht. Ich scheitere. Ich bin irgendwie so eingestellt. Ich bin so eingestellt wie die Orks aus Warhammer, oder? Verluste sind scheißegal. Alle können sterben. Die Tatsache, dass der schon wieder eine eigene Farbe für seine dummen Vögel hat, stört mich. Ich werde sehr bald wieder Türme bauen müssen. I feel the need for Türme. Das finde ich die beste Strategie, aber sie funktioniert. Ha. Huh. Echt? Die können heilen? Ich dachte, die können nicht heilen. Ha. Huh. Ich meine, ich weiß in Warcraft 3, hey, Deathcoil heilt Untote. Ich bin nervös. Dumme, zyanfarbene Burps. Obwohl sie ja türkis ist, nämlich Burps. Okay, Trolle ohne Forschung sind halt hart schwach. Ich hab was vergessen, stimmt. Ich brauche Holz ja auch noch. Ha! I know game. I can play, I know the game. Cool. Meister. Ah, ich freue mich. Ah, ich freue mich. Aber jetzt, wo wir halbwegs langsam mal schauen können, wie sich die Mission entwickelt. Ich glaube, ich baue dich lieber hier hin. Ja, ich weiß, Türme sind nicht geil. Aber ich baue trotzdem Türme. Ich bin also überhaupt kein Fan von statischer Defense. Static Defense. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Aber wenn der wirklich anfängt, wieder mit Greifen nach mir zu werfen. Wirkt doch so, als hätte ich ja relativ wenig Holz. Ich meine, ja, okay. Okay, jetzt oben wird es schon funktionieren. Und unbedingt einen. Ich brauche Zeppelin, ne? Ich brauche Augen im Himmel. Ich brauche mehr Holz.
Hallo. Ich habe Angst vor dem Paladin. Der Exorzismus ist böse. Wird selbst eingesetzt bei der Allianzkampagne. Selbst genutzt. Ich hoffe, die brauchen nicht zu viel Holz, die Zeppelin. Dann möchte ich mir die Karte doch einmal kurz anschauen und dann lassen wir es für heute. Hier bin ich! Ich hab Goblins! Ich hasse Greifen. So. Jetzt schauen wir uns einfach mal die Karte an. Okay, nee, genügend Holz. Ja. Gut. Ich will einfach mal die Karte anschauen. Hier stehen vier Dudes. Im Diamanten. Schön. Ich sehe hier viel. Und dass die Ruinen von Sturmwind sind. Warum habe ich eigentlich das letzte Mal nicht, wo ich Sturmwind zerstört habe, diese dämliche Schriftrollen des Medivs oder das Buch des Medivs mitgenommen? Ich meine. Sturmwind ist am Ende von Warcraft 1 gefallen. Da war ich dabei. Die hatten damals. Okay, stimmt eigentlich nicht. Doch, stimmt eigentlich schon. Die Basis ist wirklich nicht stark befestigt. Könnte ich wirklich theoretisch mit der Starterarmee aufreißen? Das wäre vielleicht eine Überlegung wert, falls ich die Mission neu starte einmal, dass ich wirklich meine Starterarmee nehme und die einnehme, weil die Basis schaut jetzt nicht so hart befestigt aus. Nein. Auf jeden Fall, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und danke Kriegs für die Tipps. Ich werde darüber reflektieren. Vielleicht doch mehr Todesritter einsetzen, wenn die wirklich heilen können. Man braucht. Oh. mal schauen, wie sich die Episode entwickeln wird. Ich werde sie sicher irgendwann bestehen. Nein, so schlimm ist das auch nicht. Ich habe bis jetzt jede Folge mindestens eine Mission abgeschlossen, also. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Tschüss! Ja. So. Gut. So.